wünsche ich euch. Heute wollen wir uns mal mit KDAL-Düsenhaltern befassen, die hier sind von einem YouTuber tatsächlich, und zwar vom Björn. Der hat den YouTube-Kanal Land und Björn. Ich hau den Link einfach mal runter da in die Beschreibung. Könnt ihr einfach mal hin, ein Abo dalassen, mal ein paar Videos von dem gucken. Ja, die hier sind von seinem MB-Truck, also Mercedes-Düsen, ne, KDAL 74 S21-19. Mache ich jetzt gerade im vorherigen Video, habt ihr es gesehen, oder im vorvorherigen Video, wegen meines neuen Düsenprüfgeräts. Wie gesagt, das Gerät gibt es bei mir im Shop, einfach über mein Kontaktformular anfragen. Kostet keine 300 Euro, ist mit Original-Bosch-Technik. Hier könnt ihr es sehen, das ist das Pumpenelement, das drin ist, original Bosch. Und hier das dazugehörige Druckventil, auch original Bosch. Super Gerät, kann ich nur empfehlen. Ihr seht, ich benutze es ja selber, habe noch ein originales Bosch-Gerät, das ist aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da muss ich auch mal die Messuhr nachstellen. Ja, wie gesagt, Anfragen im Shop, www.schraubershop.com, Link auch unten in der Beschreibung. Zurück zu den Düsenhaltern. Was haben wir vor? Wir wollen zerlegen, wir wollen reinigen, wir wollen danach prüfen und einstellen. Danke, Autofokus. So, das heißt, wir gucken erstmal, wie machen wir die Dinger auf. Und zwar ohne was zu beschädigen. Dann, wie machen wir die Dinger sauber? Was ist wichtig? Worauf muss man achten? Erster Blick ist hier schon komplett zugekokelt, zugerußt. Ich habe auch schon eine auseinander, weil ich ja die neuen Düsen bestellen musste. Und hier seht ihr auch schon, das Loch in der Mitte von der Düsenmutter ist nicht mehr rund. Das heißt, eigentlich müssen die auch neu, aber die kosten ein Heidengeld und ja, war nicht gewünscht, also mache ich es nicht. Neue Düsen haben wir schon da. Und da würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal ans Zerlegen. Spannen das Ding mal in den Schraubstock ein. Ich versuche das mal einhändig. So, schön hier unten, wo auch das Ausbauwerkzeug drauf kommt. Dann macht man sich nämlich keine hässlichen Spuren am Rand. Und natürlich Aluminium schon backen und immer schön zentral im Schraubstock, damit man keine einseitige Last auf dem Schraubstock hat. Dann hält er nämlich auch ein bisschen länger. So, ich gucke mal, ob ich hier die Hitzescheibe abkriege. Sieht im ersten Moment aber schlecht aus. Nevermind, da ist sie. So, dann brauchen wir einen Schlüssel. Ich meine, es ist 22. Genau, 22, und dann wollen wir die einfach mal aufmachen. Am besten macht man das mit einem kräftigen Schlag. Dafür muss ich euch mal zur Seite stellen. Moment. So, hier einspannen, Schlüssel drauf. Und ich mache es ganz gerne mit dem Handballen. Schön gegenhalten, dass kein Spiel drin ist. Und einmal zack. Und dann ist das Ding auch offen. Und ihr seht hier auch schon der ganze Fuß von Rotz, der sich da die letzten, ja, so schwer dreht sie sich nämlich auch, der sich da die letzten Jahre reingesetzt hat. Der kommt hier gerade schon mit. So. Deswegen habe ich auch Handschuhe an, weil das ist immer eine Riesensauerei mit den Dingern. Dann haben wir hier unsere Düsenspannmutter. Den gesamten Düsenkörper. Mitsamt Rotz, Dreck und thermischen Verfärbungen, wie ich das sehe. Ja, die sind fällig. Da ist auch schon der ganze Ruß um den Düsenkörper drumherum. Das heißt, die Hitzescheiben waren auch nicht mehr sauber. So, das Zwischenstück. Dann haben wir hier unseren Druckbolzen. Und als nächstes kommen noch die Düsenfeder und die Einstellscheibe. Tatsächlich nur eine. Ja, nur eine. Mehr ist in den Dinger nicht drin. Also, putzen. Ich werde chemisch reinigen und ein bisschen mechanisch mit der Bürste. Düseneinsätze kommen sowieso neu. So, und dann, wenn alles sauber ist, können wir die wieder zusammenbauen. Hier sieht man es auch schon ein bisschen. Wenn die sauber sind, wird es wahrscheinlich noch krasser. Also dann, bis gleich. Nachdem dann mein Opa während dem Putzen wieder reingekommen ist. Klassiker, sorry wegen dem Sprung. Ja, ihr seht schon, der Reiniger geht schon bei. Überall schon schön pechschwarz rundherum.
Ultraschall wärmt auch schon vor. Da jagen wir die noch einmal durch, dann sind die sauber und dann können wir schon zusammenbauen. Bis gleich. Alles sauber. Viermal Düse, viermal Halter, viermal Einzelteile. Ganz wichtig beim Reinigen natürlich wie immer, nichts durcheinander bringen. Das spart einen Haufen Arbeit beim Zusammenbau und noch mehr beim Einstellen. Ja, hier habe ich schon rumgedreht. Ich habe mir hier noch einen neuen Bolzen für reingedreht. Der andere, der original dabei ist, ist ja hier mit zwei Splinten. Original ist das so gelöst, dass man den einfach rausziehen kann. Der hat halt hier einen Anschlag, gerade eben auf der Drehbank noch schnell gemacht. Düsen habe ich schon ausgepackt. Die müssen wir nur noch sauber machen. Einmal in Prüföl in meinem Fall, ihr könnt es auch in Diesel machen, ausspülen. Die Vorschrift von Bosch sagt sogar, dass man sie mit Waschbenzin, also mit Benzin sauber machen soll, wegen dem Lageröl. Aber ja, habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ausspülen im Diesel reicht in der Regel. Und das mache ich jetzt noch schnell und dann können wir einen Düsenhalter zusammensetzen. Dafür, dass die Düsen sauber sind, ist immer, wenn sie die letzten 5 mm Moment, vor der Kamera von selbst wieder in die Düse reingleiten, dann sind sie sauber. Die hier fällt sogar fast komplett rein. Das passt. Gut, bauen wir so ein Ding mal zusammen. Ist ja eigentlich ganz einfach, ne? Es liegt ja quasi schon so halb in der richtigen Reihenfolge. Was wir noch kontrollieren, die Dichtflächen hier müssen perfekt blank sein, auch hier vom Verbindungsstück, hier wo die Düse aufliegt. In meinem anderen Düsenvideo habe ich gezeigt, wie man die abzieht. Ansonsten, ja, die Düsenmutter hier sieht man schön, die ist nicht mehr rund, sondern oval. Das ist aber auch eine minimale Verschleißerscheinung. So. Der Klassiker. Die Tür. Nicht immer kann man nur filmen. Das ist, dann zieht man schon extra um in eine andere Werkstatt und trotzdem, ja, gut. Nichtsdestotrotz, einmal holen, wir machen die Dichtfläche sauber, nehmen uns unser Diesel respektive Prüföl, tauchen das Gerät einmal durch, spannen ein. So, dann kommen die Teile nacheinander, unsere Einstellscheibe. Natürlich auch immer schön alles brav in Diesel dippen. So, die Feder. Der Druckbolzen. Bitte richtig rum, flache Seite zur Feder. Unser Zwischenstück. Hier Nasen einrasten. Dann die Düse. Auch wieder darauf achten, dass er einrastet. Und unsere Düsenspannmutter. Hier auch immer darauf achten, dass unten der Sitz in Ordnung ist. Ne? So. Das sieht doch gut aus. Ein Schelm, wer Böses denkt. So, Schlüssel 22. Dann drehen wir die Mutter noch bei und ziehen die Düse an. Ne? Anziehen, wirklich fest, aber nicht übertreiben. Ich habe jetzt leider die Drehmomente nicht da. Ja, ich mache es immer nach Gefühl. Habe noch nie was kaputt gemacht dabei und aufgegangen ist auch noch nie einer. So, dann können wir das einmal und diesen Prüfgerät einspannen. Dafür muss ich euch jetzt einmal abstellen. Ich spanne ein, ihr spannt aus. So, Moment. Dann 19. Ziehen wir die Düse einmal an. Wir merken, dass der Druckeranschluss nicht richtig fest ist. 20 ist das. 19.
Klingt schon besser. So. Machen wir jetzt hier noch einmal alles zu. Das Putzbild können wir später angucken. Ja, ihr seht schön, ne? Ich mache das immer mit einem relativ schnellen Schlag. Die klingt super. Bar Druck soll sie haben. Und man sagt ja immer beim Einstellen 10 Bar mehr als normal. Und ihr seht jetzt hier auch schön. Wir sind hier bei ziemlich genau 200 Bar. 205. Das ist perfekt. Die lassen wir so. Ist auch mit der originalen Einstellscheibe. Und hier seht ihr nochmal schön, dass die Nadel überhaupt nicht zittert, das ist eine super Sache. Also das Düsenprüfgerät kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, unter 300 Euro Anfragen über mein Kontaktformular. Dann besorge ich euch das Teil mit Original-Bosch-Technologie. Ja, Spritzbild, gucken wir uns jetzt noch an. Das mache ich immer ungern, weil da stinkt man immer abends nach Düsen wie so ein Perversling. Ja, aber ihr seht schon, die zerstäubt wundervoll. Das passt alles. Die Düse kann man so verbauen. Perfekt, ich mache noch die anderen drei und dann bin ich hier auch durch, dann gehe ich noch Motorrad fahren, das darf auch mal sein. Bis dahin, euer Dominik.